Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Ich bin etwas sehr müde, weil ich nur 3 Stunden geschlafen habe, weil ich wäre mich meint zu müssen, öfters zu wecken mitten in der Nacht. Und wir waren hier in diesem optionalen Gebiet, wie sich herausgestellt hat. Aber auch optionale Gebiete werden wir, solange ich es sehe, sie sehe, machen. Und was ist das für ein Vieh? Wunderpott. Geht das? Ja, es geht. Wow. Das ist also wirklich der Gegner. Okay. Was passiert, wenn wir eine Phönixfeder reinwerfen? Die wir gerade bekommen haben. Daneben. Und er macht auch einen daneben. The fuck? Wie darf ich diesen Gegner bitte verstehen? Naja. Dürfte ich mich bald auch wieder heilen, deswegen. Oho. Okay, es ist irgendwie ein strikter Gang und teilt sich dann irgendwie und es heißt dann irgendwie. Ja, wo gehst du jetzt zuerst lang? Tschüss. Wehe auf Lulu. Danke. Ach du grüne Neune, macht der Schaden. Dann kommt Walker zuerst rein. Haut den mal weg. Also was? Vernichtend? Du machst meine High Potion auf dich. Lulu. Wechselt auf Kamari. Oh, verdammt. Zum Glück ging er auf Auron. So, Kamari geht auf Yuna. Yuna heilt. Ah. Er ist zweimal noch vergiftet, aber scheiß drauf. So, wir hatten noch nichts gemacht. Tidus. Und Lulu. Hallo, Lulu. Blockst mal, du gehst auf Tidus und gibst mal Yuna ein schönes Hast. Schade, sie ist nicht zweimal dran. Aber egal. Ich will nämlich eigentlich beide heilen. Aber ich weiß ja nicht. Weder der Ward 6000. Alter, das war gut, dass du Yuna eingegriffen hast. Jetzt kann da noch mal heilen. Und Tidus macht kurz und kurz auf. Oh, warte, das Vieh hatte ja so viel. Fast vergessen. Oder eher gesagt, ich hab's vergessen. Füllen wir wieder die Ekstase der Bestie auf. Aber wir haben nichts Besseres zu tun. Und joa. Machst du einen Schaden, Alter. Ach, du grüne Neune. Füll die Kralle. War, glaube ich, aber noch nur ein Crit eben gewesen. Ja, aber okay. Alien. What? Alien, was? Und wie sagt Yuna? Achso, ja, gut. Lulu. Alien Power? Notextase. Wie kann ich nochmal die Abilities hier einsehen?
Gar nicht. Was macht Note Ekstase? Na, Note eine Ekstase-Leiste voll oder was? Das klingt nice, aber was hatte ich vorher drin? Mehr Zauberangriff. Ich glaube, das bald erstmal. Ach, hier ist eine Sackgasse. Nice. Kiste? Wir werden es bald erfahren, ob da eine Kiste ist oder nicht. Warum habt ihr so viel Leben? Das gefällt mir nicht. Ihr countert mit Pollen. Das gefällt mir noch weniger. Alter, das könnt ihr doch nicht machen. Schon gar nicht auf Yuna. Danke fürs Aufwachen. Eieieiei. Nein! What the hell soll ich wissen, dass sie mit Pollen-Counter. Ihr habt sie doch wohl nicht nahe. Rico. Du belebst mal wieder. So. Nur weil es mich interessiert, nicht Raum klauen. Silenzium-Mine? Was? Ich hab das nicht so ganz lesen können. So, Yuna, du. Wir machen Feuerzauber, ne? Mach mal ein Ex-Feu. Da oben. Jetzt kommen sie mir mit Wasser an. So, du wächst jetzt auch nochmal auf. Ja, genau, auf, so rum. Nein, mal gucken, ob Dragonik etwas hilft. Oder ob dann jetzt auch wieder die Pollen kommen. Keine Pollen. Super. Natürlich auf Kimari, der kein Ex-Feuer hat. Warum auch nicht? Hat Lulu eigentlich was gemacht? Nicht, dass ich wüsste, oder? Okay. Walker und Aure müssen noch was machen. Ich werde noch mein Ex-Feuer rausholen. Auch wenn der eingewechselt wird, gleich Schaden bekommt, deswegen wird das Walker sein. Und du machst anpeilen. Einfach nur, wenn du was gemacht hast. Ich könnte auch glauben. So. Hier habt eine Feuerschwäche, habe ich gehört. Hauen wir einfach mal die Ekstase raus. Feuergarwut. Wie zur Hölle soll das bitte gehen, das mal voll zu bekommen? Ohne Kack. Jetzt hat Auron noch nichts gemacht. Aber er kommt noch dazu. Okay. Auron. Wie viel habt ihr denn noch? Schön, dass ich es sehen kann. Magiebrecher schön rauf, in Hoffnung, dass du sowieso stirbst. Danke. Oh, 7000 Schaden. Ja, mal gucken. Danke. Vernichten nicht? Ist schade. Aber was auch immer. Diese Pflanzen mag ich nicht. Ah, Truhe. Finale Elixier. Dass sich sowas hier rumtut, ist ja auch mal komisch. Schon wieder so ein Typi. Was willst du eigentlich von mir? High Potion. Falsch anvisiert. High Potion. Gibst du mir wieder eine Phönixfeder dafür? Ja. Es ist nur die Frage,
Was passiert, wenn ich sage, du hast Äther? Ich habe keinen Äther. Nur ein Tori-Äther. Doch, da Äther, ich würde schon sagen, ne? Bringt das auch was oder fliegst du dann auch in die Luft? Ah, gut. Das heißt, ich darf ihn nur heilen, oder was? Lulu. Sowas kannst du doch ausweichen. Yuna, du musst mal heilen. Ich glaube, Vigra ist etwas zu groß, aber okay. Haben wir auch mal wieder jeden auf einem tollen Stand und Zähne? What's a Faith doing in a place like this? Don't ask me. They say it was stolen from a temple long ago. Huh? With no faith, summoners cannot train. Without training, they cannot call the final Aeon. Without the final Aeon, they cannot defeat Sin. That is why. 'Cause then the summoner won't die. That must be what the thief was thinking. Well, I kind of agree with him. Okay. Ich bin gespannt, was am Ende auf uns wartet. Sieht nach Sackgasse aus. Dann gehen wir doch mal wieder zuerst. Immerhin gibt es hier Sackgassen. Ihr Ärsche. Items, Goldnadel. Solange ihr nicht alle drei auf einmal versteinert, bin ich Tutti. Alles in Ordnung. Aber sobald ihr irgendwie Unsinn macht, müsst ihr dran glauben. Bitte was? So macht man das, Kimari. So, neun. Wir hatten nur 900. Kimari, please! Was soll das? Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Kimari, was machst du da bitte? Hast du sogar deinen Konter daneben? Was zur Hölle? Natürlich wieder versteinert. Ah, Goldnadel. Ja. Zum Glück haben wir gerade wieder eine bekommen, die wir benutzen können. Lulu, vernichten bitte. Ja, benutze ein Eisgar. Ich weiß jetzt nicht, was effektiv gewesen wäre. Ich habe nicht drauf geachtet. So. Bald können wir auch wieder Level-Ups verteilen. So, was ist hier oben denn Schönes? Außer noch ein Kämpfchen. Irgendwie habe ich Angst vor dem. Geil. Raum. Phönixfedern. Hätte ich mir denken können, dass man das von dem bekommt. Wechsel mal erstmal zu Titus aus. Wie viel hat der überhaupt? 9999, wenn es weiter nichts ist. Holla. Das ist ganz schön dezimiert. So, Kimari. Du kannst auch mal deine Dragonik benutzen. Vielleicht lernst du ja mal wieder was. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So, Lulu. In der Hoffnung, dass du ihn nicht killst. 6000 Schaden dürftest du nicht machen. Ja, geht doch.
Das Vieh kann Wasser? Okay. Auron und Walker. Walker. Yuna auch noch, oder? Ich glaube, Yuna auch noch. Blocken. Yuna heilt Malulu. Okay, warum auch immer sie das jetzt kurz ab? So. Und Auron macht mal Schluss hier. Bitte mit vernichtend. Ach Mensch. Muss Tidus ran oder was? Na gut, auch nicht vernichtend. Oh, ey, Lulu ist nicht gestorben. Weh, das ist jetzt noch in den anderen Kämpfen drin. Und das Fyroid und Barockschwert. Barockschwert. Ist das für ihn hier? Nein. Dann für dich. Ja. Der Zauberangriff. Yay. Hallo, Kiste. Level 2 Sphero Pass. Hier scheint aber nichts weiter zu sein. Ich habe auch gerade keinen Bock zu gucken, ob da noch was ist. Die Gegner kommen hier nämlich viel zu oft dafür. Ah, hier schon wieder. Eins. Zwei. Und drei? Ja, natürlich. Item. Goldnadel. Ich glaube, ich hätte Auron wieder leben sollen. Ihr mögt Auron nicht, kann's sein? Yuna. Item. Ach komm schon! Jetzt muss man nach unten drücken wieder, das habe ich total verpeilt. Hast du schon ein Item eingesetzt? Ja, du warst der Einzige, der nicht versteinert ist. Halt, einen Moment. Kimari trifft diesmal bitte. Danke! So, Walker, Goldnadel. Und diesmal auf den richtigen. Ja, ja. Kimari, warum haust du deinen Counter immer daneben? So, Auron, du hast auch noch nichts gemacht. Block einfach mal. So, nur noch Riku und... ja. Dann war's das. Glaube ich, hoffe ich. Hauptsache vernichtend. So. Ich glaube, alle haben Erfahrungspunkte bekommen. Aber warum gibt es jetzt Zeitsphären? Ich glaube, ich habe 99 davon, könnte man Statuswert erhöhen. Aber eigentlich braucht man die nicht erhöhen, wurde mir gesagt. Aber okay. Du haust deinen weg. Danke. Du haust deinen weg. Danke. Und du blockst. Doch, ihr habt eine Eisschwäche. Warum macht Eiska so wenig Schaden? Naja, was soll's. Lulu. Blockt. Ich glaube, blocken wird den komischen Schaden ab, oder? Bin mir da nicht so sicher. Riku. Hast du mich schon geraubt oder was? Ich glaube, es war im letzten Kampf. Ich glaube sowieso nur noch Kimari. Hau rauf. Mach putt das Ding. Mit dem Vernichten das nächste Mal bitte. Geht doch. So. Oh Gott. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch ein weiter, weiter Weg mit vielen Gegnern. Kennen wir euch nicht schon? Ich glaube, wir kennen euch schon. Bin mir da selbst nicht so sicher. Ich glaube, die hatte ich im letzten Part am Ende noch als einzigen Kampf.
Aber ich werde trotzdem mal Dragonic einsetzen. Ihr macht Blitz. Ich glaube, an euch erinnere ich mich. Und so wieder. Na gut. Aurin. Und ruf. Was geht? Was? Aurin macht mir viel zu viel Schaden. Lula hat noch nichts gemacht, ne? Blocken. Rico. Rico ist wahnsinnig schnell. Magiequelle. Gut, Yuna, heil Aurin mal. Gibt sonst noch irgendwann um. Das wollen wir ja nicht. Und Lulu wechselt aus zu Walker und Walker kann auch mal was machen. Sturmschock. Danke. Guck mal, wie viel Schaden der macht mit einem normalen Angriff. Wenn er einen machen würde, also er macht gar nichts außer Magie. Okay, schön zu wissen. Auen hat 6000 Typ Siegeshemd. Ja gut, werde ich nicht benutzen. Füllt zu wenig auf. So, was haben wir hier? Hallo Glücksferoid, erhöht Glück. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte die Glücksferoiden Rico geben. Was habt ihr mit den Glücksferoiden gemacht? Würde ich auch mal gerne wissen. Yuna wechselt erstmal aus auf Rico. Adios. Und du auch. Alter, warum immer vernichtend? So, mach mal ein bisschen Schaden. Du blockst. Du blockst auch. Und weichst sogar aus. Rico hatten wir, Walker hatten wir, nur noch Kamari und Tidus. Du wirst ihn doch nicht killen, oder? Obwohl es ein Crit war, mein Gott, genau, ich bin enttäuscht von dir. Ich bin wahnsinnig enttäuscht. Wir sind immer noch nicht tot. Geil. Ja. Schwarzmagie. Feuer. Danke. Immerhin reicht's aus. Ex-Feu-Arm. Na, ja, dann mal sehen. Ausrüstung. Riku. Glorie bringt ein bisschen Abwehr. Ex-Feu-Arm, Not-Ex-Feu. Not ist nicht so toll. Aber wobei, ich sag, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Dann werden wir auch mal die Level-Ups kurz mal verteilen. Und dann weiter voranschreiten. Keine Ahnung, was auf uns wartet. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.